strömenden Regen von New York. Treue Patrioten, vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Oh cool. So sieht er also von innen aus. So, kann ich jetzt vielleicht entkommen? Wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und daher sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Ich möchte jetzt einfach nur fliehen. Na! Muss Hickey stoppen. Los! Cool. Cool, ich hab's überlebt. Weil Achilles mir geholfen hat. Jetzt muss ich Hickey aufhalten. Wo ist Hickey? Hickey eliminieren, bevor er Washington tötet. Weg da! Und jetzt schön alles in Zeitlupe, oder wie? Nein! 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 Töten ihn! Zack! Und da war es auch schon geschehen. Oh, wir konnten also dem Richter entkommen. Durch die Hilfe von Achilles und konnten Thomas Hickey töten. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Tja. So viel zu Thomas Hickey. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Oh, warum denn? Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Denn Haytham und Lee sind noch auf den Beinen. Die könnten jetzt als nächstes den guten George Washington was antun.
Tomasicki haben wir zwar aus dem Weg geräumt, aber Lee und Hatham stecken da ja auch mit drin, wie wir erfahren haben von Hickey. Es ist beeindruckend, was du Achilles folgen. Ist das ein Kompliment? Verstehe mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein, das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil, aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige, nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihnen nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zögert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist, aber zieh diese Männer nicht hinein. Die Tür benutzen. Philadelphia, 16. Juni 1775. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Ein Wolf im Käfig, Erinnerung synchronisiert, Sequenz 8 beendet. Und eine weitere Sequenz abgeschossen. So, wie geht's jetzt weiter mit George? Washington und Charles Lee und Hatham und so, überhaupt. Oh, aus dem Animus. Auch nicht schlecht. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Was? Ah, Samba de Janeiro! Oder so. Samba de Janeiro! Brasilian, hola! Hola, chicas! Da gibt's. Oh, wanted! Ich werd gesucht! So! Hola, amigos! Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Also die U-Bahn-Station von Brasilien. Wahrscheinlich sind wir in der Hauptstadt. Aber jetzt, ja, ich werde gesucht. Seht ihr ja. Die Plakate kann ich auch irgendwie nicht abreißen. Wir gehen mal an die Oberfläche. Mal gucken, was uns hier erwartet. Eieieiei, ist ja spannend. Das ist ein Problem. Nö. Hola, como estás? Ich habe noch Probleme with you. Mit der Tier. Mit, Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Aha! Ich nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Ich habe einen anderen Weg. Por favor, ich habe einen anderen Weg gefunden. Hier wieder rauskommen. Ich gehe einfach mal hier lang. So, das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Oh oh. Dann werde ich mich mal lieber verstecken. Hier spielt einer Gitarre. Oh. Ja.
dazu sage ich jetzt mal nichts. Hallo. Hola. Dein Ziel ist definitiv in der VIP-Zone. Der Eingang ist am Ende dieser Halle. Ja, und wo ist jetzt die, Oh, oh. Nein! Ich muss jetzt... Oh, nein! Und jetzt? Und jetzt? Achso! Scheiße. Ich könnte mir natürlich ein Ticket klauen. Ja, das könnte ich machen. Oder ich gehe jetzt hier einfach vorbei an der Security. Hier, so, lass mich mal durch. Weg da. Was willst du? Was willst du? Ich verbore, ich habe keine Probleme mit dich, nur ich will in die Arena kommen. Das ist keine normale Security. Verbore. Das sind Terroragenten. Cross ist vermutlich auch hier, du musst aufpassen. So, wie komme ich jetzt in die Arena rein? Ganz schön verstecken, genau. Untertauchen ist das Sprichwort. So. Gehe ich überhaupt den richtigen Weg? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den richtigen Weg gehe. Ich gehe einfach mal dahin, wo ich meine, dass es richtig ist. Da sind die... Jawoll, da ist das schnucklige Ehepaar wieder, wo ich jetzt keine mitmachen würde. Estadio. Gut, die sehen mich jetzt gerade nicht. Irgendwo muss ich mich jetzt verstecken. Oh, oh. Nein, nein. Verkackt. Nein! Ich könnte ja kämpfen. Oh, oh, ey, Mamma Mia! Ey, caramba! Ey, caramba! Ey, Mamma Mia! Ja, also außenrum geht schon mal nicht. Weil da werde ich so oder so entdeckt. Und auch hierdurch geht auch nicht, weil ich da auch entdeckt werde. Torneo. Ich muss außenrum. Metro. Oder kann ich mir nicht vielleicht auch irgendwie ein Ticket klauen? Alles in Ordnung, Desmond? Du musst echt langsam los. Schleich dich an der Security vorbei, um die Arena. Ja, aber wie denn? So. Ich stelle mich an wie alle anderen.